Herzlich willkommen im Grazer Bezirk Eggenberg auf der IFA-Baustelle Bayernstraße 59. Hier entstehen 33 geförderte Wohnungen. Ein IFA-Investmentprojekt, an welchem 49 private Anlegerinnen und Anleger beteiligt sind. Mit den Abbrucharbeiten konnte im März dieses Jahres begonnen werden. Im April war Spatenstich und wie man hier sieht auf der Baustelle, ist der Rohbau schon sehr, sehr weit gekommen. Das heißt, wir werden von einer Fertigstellung 2022 ausgehen können. Ein besonderer Dank an das Team der Firma Bongratz, die hier das Projekt höchst professionell abwickelt, so wie wir es auch von früheren Projekten gewohnt sind. Und natürlich ein großes Dankeschön an die Investoren für ihr Vertrauen. Ja, ein herzliches Grüß Gott auf der Baustelle hier in der Bayernstraße. Wir haben hier im April mit den Bauarbeiten begonnen und sind jetzt schon ordentlich weit. Wie Sie sehen, hier schon bereits im südlichen Abschnitt im ersten Geschoss, also im Erdgeschoss. Da kommen noch zwei Geschosse drauf. Es geht wunderbar, die Zeit ist toll. Wir haben tolles Wetter und unsere Mannschaft arbeitet mit vollem Einsatz. Es ist eine Freude für die IFA zu arbeiten. Es ist ein Auftraggeber, für den wir schon viele Projekte errichtet haben. Und auch dieses Projekt wird pünktlich fertig werden im Juli nächsten Jahres. Vielleicht schaffen wir es sogar ein wenig früher. Es ist hier, glaube ich, eine tolle Lage, mitten im Grünen, wenn man so sagen kann. Die Baustelle auch optimal ausgerichtet, das heißt, die Wohnungen sind alle in Richtung Innenhof. Also auch ein ideales Objekt für unsere Kunden und auch Mieter, die hier einmal einziehen werden. Ich glaube, das Projekt wird gleich bei Fertigstellung voll vermietet sein, weil so ein tolles Projekt gibt es nicht oft in Graz.